Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, Vertreter der Bundesregierung, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Anhörung hier im Ausschuss für Gesundheit in einer Mischung aus Präsenz- und Online-Sitzung. Es ist unsere 147. Sitzung. Vorab möchte ich Sie alle bitten, gerade die, die also per WebEx teilnehmen, dass Sie sich mit Namen eintragen, weil das also für uns dann erkennbar ist als Teilnahmebestätigung. Und bitte darum, dass die Mikrofone vorerst stumm geschaltet werden. Zum weiteren Verfahren komme ich später. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute mit drei Anträgen zum bisher de facto geltenden Blutspendeverbot für homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen. Das ist einmal der Antrag der FDP-Fraktion, einfach Leben retten. Dazu kommen zwei Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Diskriminierung von homosexuellen und transgeschlechtlichen Menschen bei der Blutspende beenden und Diskriminierung bei der Blutspende beenden, Transfusionsgesetz ändern. In allen drei Anträgen wird festgestellt, dass die geltenden Regelungen für die Blutspende diskriminierend sind, weil sie homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen am Blutspenden hindern. Die Antragsteller fordern unisono, dass das Transfusionsgesetz bzw. darin als Kriterien für die Zulassung einer spendenwilligen Person genannt Richtlinie Hämotherapie der Bundesärztekammer geändert werden müsse, damit potenzielle Blutspenderinnen und Blutspender nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminiert werden. Dazu werden wir in den kommenden 60 Minuten die Sachverständigen befragen. Für diese Anhörung stehen uns, wie gerade gesagt, 60 Minuten zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen. Es werden immer eine Frage an einen Sachverständigen oder Sachverständige gestellt. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Frage- und Antwortzeit sind auf insgesamt 3 Minuten beschränkt. Nach genau 60 Minuten werde ich die Anhörung abschließen. Ich möchte die aufgerufenen Sachverständigen bei der Beantwortung der Fragen darum bitten, ihr Mikrofon einzuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Das erleichtert die Protokollierung der Anhörung und die Zuschauerinnen und Zuschauer können die Sachverständigen dann besser den jeweiligen Verbänden und Institutionen zuordnen. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 €. Ich weise zudem darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und morgen im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Soweit die Einführung. Und die erste Frage stellt die Fraktion der FDP. Und das ist Herr Dr. Brandenburger. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, auch insbesondere den Sachverständigen, dass Sie heute teilnehmen. Meine Frage richtet sich an die Bundesärztekammer, also Frau Dr. Pühler. Es geht ja hier nicht um einen Gegensatz zwischen Wissenschaft und Gesellschaftspolitik oder Transfusionssicherheit oder auf der einen Seite und Antidiskriminierungsarbeit auf der anderen, sondern es geht um die Frage, ob nicht überholte Thesen durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse klarstellen, dass es überhaupt kein zusätzliches Infektionsrisiko gäbe. Und Sie verweisen in der Stellung
Stellungnahme auf allgemeine epidemiologische Daten zu MSM, obwohl wir längst wissen, dass es vom individuellen Verhalten abhängt, Sexualpraktiken, Prävention etc. Sie verweisen außerdem auf ein diagnostisches Fenster, das allerdings keine 12 Monate Enthaltsamkeit, sondern wenige Wochen beträgt. Und wir wissen aus anderen Ländern, die längst gelockert haben, beispielsweise Großbritannien, dass in der Folge das Infektionsrisiko nachweisbar nicht angestiegen ist. Meine Frage daher an Sie, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie nicht prozessual, sondern inhaltlich aus diesen neueren Erkenntnissen? Frau Dr. Püller. Unternehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut feststellen und da die Rahmenvorgabe, die Feststellung des Standards der medizinischen Wissenschaft festgelegt ist und dem kommen wir auch mit größter Sorgfalt nach. Sie haben jetzt hinterfragt, die Rückstellkriterien und die Zulassungskriterien zur Blutspende, die sind ja nicht allein der richtigen Hämotherapie überlassen. Sie wissen, es gibt ein ausgeklügeltes, sehr differenziertes Regelungssystem auf EU-Ebene. Es gibt EU-Richtlinien, die klar definieren, wann Ausschluss- und wann Rückstellkriterien zur Blutspende vorliegen. Und das große Dilemma, vor dem wir stehen, dass durch das vom EuGH geführte Rechtsverfahren in der Sache Leger ja nochmal sehr deutlich geworden ist, ist, dass wir... Entschuldigung. Jetzt hören Sie wieder. Ja, Entschuldigung. Also wir haben das Problem unterschiedlicher Sprachfassungen auf europäischer Ebene und der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache Leger entschieden, dass auf nationaler Ebene Auslegungen zu erfolgen haben vor dem Hintergrund der epidemiologischen und wissenschaftlichen Datenlage. Und die zur Verfügung stehenden epidemiologischen und wissenschaftlichen Daten werten wir gemeinsam mit allen, die nach dem Transfusionsgesetz in irgendeiner Weise dieser differenzierten Aufgaben übernommen haben, gemeinsam aus. Das haben wir 2012 das erste Mal gemacht, 2016 vor dem Hintergrund des Urteils nochmal. Und auch jetzt aktuell prüfen wir wieder den aktuellen Stand der Wissenschaft. Und wichtig ist, dass wir das gemeinsam tun, die zuständigen Bundesoberbehörden, RKI, zuständig für die Epidemiologie, das Paul-Ehrlich-Institut in diversen Fragen der Blutspende, mit vielen Zuständigkeiten nach dem Gesetz betraut, das BMG, der Arbeitskreis Blut, der ja auch nach dem Transfusionsgesetz eingerichtet worden ist, um Bund und Länder zu beraten, und die Bundesärztekammer, die Richtlinie erstellt. Und wir werden auch weiterhin sehr sorgfältig diese verschiedenen Aspekte jetzt gerade beraten. Aber okay. Sie kennen die Bewertung aus 2016, die jetzt ja noch geltend macht, die kommt zum anderen Schluss. Die liegt ja vor. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Entschuldigung, Herr Lehmann, ich habe das übersehen. Sie stellen die nächste Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hatte gar nicht dann ein paar mitbekommen, von daher alles gut. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei den Sachverständigen für die sehr umfangreichen Stellungnahmen und würde gerne auch anlehnend an das jetzt, was die Bundesärztekammer ausgeführt hat, Herrn Beck von der Deutschen AIDS-Hilfe befragen. Und zwar Bezug nehmend auf die Richtlinie, die ja tatsächlich Männer, die Sex mit Männern haben und transgeschlechtliche Menschen pauschal als Risikogruppe definieren und eine Enthaltsamkeit von 12 Monaten vorschreiben vor einer Spende, möchte ich Sie, Herr Beck, fragen, ob Sie diese Regelung oder warum Sie diese Regelung diskriminierend einstufen und ob eine solche Rückstellung überhaupt notwendig ist angesichts der Testungsmöglichkeiten, die ja auch zur Verfügung stehen. Herr Beck. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Beck von der Deutschen AIDS-Hilfe, bin dort einer der Vorstände. Vielen Dank für diese Frage, dass wir einfach dieses wichtige gesellschaftspolitische Thema nochmal miteinander diskutieren können. Und eine Neufassung der Regelung ist aus unserer Sicht seit Jahren überfällig. Wir wären gerne auch in dem Termin im November, der stattgefunden hat, auf Initiative des Bundesgesundheitsministers dabei gewesen. Wir haben der Bundesärztekammer unsere Mitarbeit dort auch angeboten, wurden allerdings dann nicht eingeladen. Für uns ist diese Regelung überhaupt nicht nachvollziehbar auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und auch der technischen Möglichkeiten. Diese 12 Monate Rückstellfrist ist eine absolute Fantasiefrist ohne eine wirkliche Grundlage. Die Testverfahren sind heute viel besser. Wir können sogar einzelne Viren pro Milliliter Blut nachweisen. In den normalen Untersuchungen sind es 20 Kopien pro Milliliter.
Und in den bisherigen Regelungen ist das, soweit ich das mitbekommen habe, eine minimale oder eine Mindestnachweisbarkeitsfrist nur von 10.000 vorgeschrieben. Das trifft natürlich dann überhaupt nicht den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und aktuellen technischen Möglichkeiten. Und zum anderen, es wurde ja auch von Herrn Dr. Brandenburg eingangs schon gesagt, das individuelle Risiko oder die individuelle Wahrscheinlichkeit, ich finde auch die Begrifflichkeit schon sehr schwierig, von Risikoverhalten zu sprechen, weil das suggeriert, dass Männer, die Sex mit Männern haben, auf ein weniger, ja, also dass sie die Möglichkeit haben, ihre Risiken zu reduzieren. Das gibt es, aber das wird ja überhaupt nicht berücksichtigt, wie die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten nach Praktiken sozusagen auch berücksichtigt sind. Da gibt es Studien zu, die werden auch nicht einbezogen. Und deswegen wäre es auch wichtig, mal von dieser Formulierung Risikoverhalten wegzukommen und eher von der Risikoexposition zu sprechen. Die Teilnahme am Straßenverkehr ist auch kein Risikoverhalten, sondern wenn ich mich dort in einer Risikosituation bewege, ist das auch eine Exposition. Das wird in der Medizin, so habe ich das mal gelernt, nämlich auch an anderen Stellen anders gehandhabt. Und von daher ist unser Petitum, wir müssen wirklich die Möglichkeiten der Testung in Gänze ausnutzen. Das ist auch das, was das Europäische Gericht gesagt hat. Und wir brauchen eine ernsthafte, wissenschaftlich basierte Diskussion der Evidenzen. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Emmerich. Ich richte meine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Bein. Die Antragsteller sehen in der geltenden Richtlinie Hämotherapie und dem Transfusionsgesetz offensichtlich eine Diskriminierung potenzieller Blutspender. Wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität können Sie uns die geltenden Regelungen für die Blutspende erläutern und darstellen, ob Sie diese als diskriminierend erachten. Herr Professor Dr. Bein. Ja, ganz herzlichen Dank für das Vertrauen, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Gesundheitsausschusses. Ich darf mich für die Einladung hier zu dieser Anhörung bedanken. Mein Name ist Gregor Bein, ich bin Arzt und Hochschullehrer an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Zunächst aber gibt es vielleicht gleich auch auf die Frage des der vorangegangenen Stellungnahme von Herrn Beck eine grundlegende Aussage. In Deutschland beruht die Sicherheit der Blutspende, also der Ausschluss einer Übertragung eines relevanten Krankheitserregers, zum Beispiel HIV, ruht auf zwei Säulen. Das eine sind sensitive Testsysteme, das ist eben ausgeführt worden. Mit denen können heute sehr, sehr zuverlässig prävalente, also vorhandene Infektionen erkannt werden. Punkt 1. Punkt 2. Jedes Testsystem hat eine diagnostische Lücke. Das nennt man das die sogenannte Fensterphase nach einer frischen Infektion. Eine Person, die kurz vor der Blutspende eine Infektion erworben hat, kann in der Fensterphase durch jedes Testsystem nicht detektiert werden können, weil die Viruskonzentration unter der Nachweisgrenze des Testsystems, den Blutröhrchen, sich befindet, aber es kann mit dieser Blutspende eine Virusübertragung stattfinden. Das heißt, die zweite Säule der Sicherheit neben diesem sensitiven Testsystem ist immer die Frage der Rückstellung von Personen, die ein Risiko für den Erwerb einer Neuinfektion mit einem relevanten Krankheitserreger, zum Beispiel HIV, haben. Und die Frage ist, wie wird das Risiko für eine Neuinfektion bestimmt? Das wird mit den Methoden der Epidemiologie bestimmt und die Epidemiologie vergleicht immer Gruppen von Personen mit und ohne Exposition, genauso wie es eben dargestellt worden ist. Das heißt, wir untersuchen immer Gruppen mit und ohne Exposition und durch Vergleich von Gruppenunterschieden kann das Risiko dann quantifiziert werden. Zum Beispiel durch Angabe eines relativen Risikos, das heißt ein relatives Risiko von 2, bedeutet zum Beispiel, eine Person mit Exposition hat ein doppelt so hohes Risiko einer HIV-Infektion verglichen mit einer
Personen ohne Exposition. Vielen Dank. Jetzt kommt aber ich kann mir vorstellen, dass Sie noch mehr erklären wollen. Vielleicht bekommen Sie ja auch noch mal die Chance. Aber die nächste Frage stellt jetzt Frau Dittmar. Ja, danke schön. Meine Frage geht an den Herrn Kehrer von der Proud of Work Foundation. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, ich darf daraus zitieren, eine deutlich geringere Rückstellung von wenigen Wochen würde die sogenannte Fensterphase der verschiedenen aktuell verfügbaren Testverfahren abdecken und verweisen dabei auf Erfahrungen unserer europäischen Nachbarn. Können Sie das bitte näher begründen und erläutern? Herr Kehrer. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank auch an die Einladung zu der Ausschusssitzung. Um auf Ihre Frage einzugehen, andere Länder haben eine deutlich geringere Rückstellungsfrist als in Deutschland. Die hier von uns erwähnte Reduzierung der Rückstellungsfrist auf wenige Wochen basiert letztendlich auf unserem Austausch mit der Deutschen AIDS-Hilfe und deren medizinischen Sachverstand, dass hier das Zeitfenster deutlich geringer sein kann, als es bislang bei uns der Fall ist und als es in anderen Ländern der Fall ist. Natürlich ist unser Wunsch, die Rückstellungsfrist möglichst kurz zu halten, um die Diskriminierung für die Männer, die mit Männern Sex haben, möglichst gering zu halten. Warum haben wir uns mit dem Thema überhaupt befasst? Ein schwuler Mitarbeiter eines Mitgliedsunternehmens fühlte sich diskriminiert, weil aufgrund der Richtlinie Chemotherapie eben nicht an den Blutspendetagen im Unternehmen teilnehmen konnte. Und wir haben das arbeitsrechtlich untersuchen lassen und kommen eben zu dem Schluss, dass es eine mittelbare Diskriminierung ist durch die Arbeitgeberin. Und nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz muss die Arbeitgeberin ja geeignete Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter vor der Diskriminierung dafür sorgen. Und das auch, wenn die Diskriminierung in dem Fall durch Dritte erfolgt. Und die betroffene Arbeitgeberin sieht derzeit keine andere Möglichkeit, als die Blutspendetermine auf dem Firmengelände auszusetzen. Und das ist aus unserer Sicht natürlich die schlechteste Variante. Von dem her, je kürzer, desto besser. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die AfD-Fraktion, Herr Spangenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Professor Hitzler. Professor Hitzler, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme vom 23.03. betonen Sie, dass die medizinische Sicherheit der gewonnenen Blutspenden und die Sicherheit der potenziellen Empfänger die höchste Priorität haben. Sie gehen sogar weiter und sagen, die 12-monatige Regelung halten Sie auch für fragwürdig. Also scheinbar ist sie aus Ihrer Sicht auch nicht kurz genug oder nicht lang genug, wie man es auch sieht. Sehen Sie überhaupt eine Diskriminierung? Kann man überhaupt diskriminiert werden, wenn man etwas tun möchte, was ein anderer eigentlich gar nicht empfangen möchte? Ist da überhaupt eine Diskriminierung möglich? Vielen Dank. Herr Hitzler. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, danke für die Frage. Ich möchte genau auf diesen Aspekt gerne eingehen. Wir Blutspendedienste müssen eine Güterabwägung treffen. Zwischen der Zulassung von spendewilligen Personen mit einem erhöhten Expositionsrisiko oder Infektionsrisiko, wie auch immer man das nennen möchte, das trotz modernster Verfahren, das wurde ja geäußert, nicht oder nur spät nachgewiesen werden kann. Und wir müssen es abwägen zum Gesundheitsschutz der transfusionsbedürftigen Patienten. Und der Transfusionsempfänger hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, wir treffen grundsätzlich keine Gruppenentscheidung, also hier die Blutspendedienste, sondern wir treffen eine Einzelentscheidung im Sinne, besteht ein höheres Expositionsrisiko, kann es bestehen, und dann müsste man den Spender, die spendewillige Person zurückstellen. Das heißt, diese Güterabwägung, da müssen wir uns entscheiden, was ist höher zu bewerten, der Gesundheitsschutz des Patienten oder mögliche Infektionsrisiken oder Infektionsexpositionen, die wir noch nicht nachweisen können und die wir prophylaktisch vermeiden. Nur ein kurzes Beispiel, dann bin ich am Ende. Wir haben eine Gruppe in den 90er Jahren von der Blutspende ausgeschlossen. Das waren jene, die in Großbritannien in der Zeit, in der Zeit, wo BSE über Fleisch übertragen werden konnte, dort gelebt haben für 6 Monate. Wir haben diese Gruppe lebenslang gesperrt.
Das war keine Maßnahme, und ich gehe davon aus, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, wir wollen niemanden diskriminieren, aber wir müssen abwägen zwischen dem Gesundheitsschutz und den möglichen Risiken, die wir nur möglicherweise durch Anamnese erfassen können. Und das war auch unser Grund, warum wir ursprünglich die 12 Monate ebenfalls für kritisch sehen. Wir haben sie aber mit dem Beschluss im Arbeitskreis Blutanhand der Daten als für umsetzbar gesehen. Und wir raten aus dem Grund davon ab, wenn es nicht neue Erkenntnisse gibt, da ist die Ärztekammer mit den Behörden gerade dabei, wenn es neue Erkenntnisse gibt, um es eventuell zu reduzieren. Aber da scheint die Datenlage, die mir vorliegt, transparente wissenschaftliche Datenlagen der Behörden, noch nicht ausreichend. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Herr Professor Bein, ich würde Ihnen gerne die Gelegenheit geben, dass Sie Ihre Ausführungen zu Ende führen. Sie haben ja da die Möglichkeit, noch was dazu zu sagen und vielleicht auch darauf einzugehen, wie Sie das Ziel bewerten, dass man mit diesen Maßnahmen ja auch mehr Blutspenden gewinnen will. Ist es notwendig oder wie stellt sich da die Lage dar? Herr Professor Dr. Ja, Bein. Sorry, es tut mir leid, dass ich eben unterbrochen wurde. Ich habe halte mich jetzt an die Zeitvorgaben. Also, ich will aber kurz das aufgreifen, was ich eigentlich sagen wollte. Die Epidemiologie hat folgendes Problem. Die Risikostratifizierung können wir vornehmen durch vergleichbare Gruppen. Aber das konkrete Risiko für eine einzelne Person kann nie durch epidemiologische Methoden festgestellt werden. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Missverständnis. Die Rückstellung von Personen mit sexuellem Risikoverhalten in Deutschland beruht ausschließlich auf den infektionsepidemiologischen Daten, die das Robert-Koch-Institut angibt. Eine Diskriminierung infolge des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung wird damit ja gar nicht vorgenommen. Dennoch, das zeigt ja diese Sitzung, wird diese Rückstellung infolge sexuellen Risikosverhalten als ungerecht empfunden. Und jetzt muss die Frage gestellt werden, aus meiner Sicht, ist denn eine Rückstellung gerechtfertigt? Das ist ja die zentrale Frage. Wenn diese Rückstellung als ungerecht empfunden wird, ist die Frage, ist diese Rückstellung gerechtfertigt? Und die Antwort kann ausschließlich eine genaue Analyse aller infektionsepidemiologischen Daten liefern und nicht eine Annahme oder politische Entscheidung. Wir müssen die infektionsepidemiologischen Daten analysieren. Und zu Ihrer zweiten Frage. Darüber gibt es keine Daten, dass Änderungen von Rückstellkriterien die Zahl der Blutspenden erhöhen. Die Bewegungen in der Zahl der Blutspende sind viel größer, als dass man hier einen messbaren Einfluss feststellen kann. Vielen Dank. Ich nehme an, Herr Brandenburg stellt die nächste Frage. Ja, vielen Dank. Es sind ja starke Argumente, auch auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse außerhalb der Epidemiologie zu achten. Deshalb meine Frage an der Stelle an den LSVD, nochmal an Sarah Ponti. Die aktuelle Richtlinie sieht ja unterschiedliche Gruppen mit Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Identität vor. Es wurde mehrfach auch in der Stellungnahme hier vorab mal bestritten, dass auf sexuelle Identität abgestellt wird. Aber es fängt schon an mit heterosexuelle Personen. Also steht ausdrücklich so drin, das ist die eine Gruppe, heterosexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten. Dann gibt es eine Gruppe transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, eigentlich eher eine Frage der geschlechtlichen Identität. Und dann gibt es Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben. Also wer sagt hier, würde nicht diskriminiert, ist so ein bisschen wie manchmal die katholische Kirche. Homosexualität sei okay, solange sie nicht ausgelebt wird. Natürlich ist auch das eine Frage der sexuellen Identität. Es fällt aber dennoch auf natürlich, dass verschiedene Gruppen, also beispielsweise bisexuelle Männer, solange sie nicht Sexualverkehr mit Männern, sondern nur mit Frauen haben, völlig ausgenommen sind, also durchaus sexuelles Risikoverhalten aufzeigen können, lesbische Frauen ebenso. Also ganz konsistent scheint das nicht durchdacht zu sein. Und mich würde jetzt von Sarah Ponti insbesondere mal die LSVD-Sicht interessieren, was denn Alternativen sein könnten zu dem, was momentan da drin steht, ob einfach Menschen mit sexuellem Risikoverhalten und individuellen Fragebögen oder Ähnliches. Was schlagen Sie vor? Frau Ponti. LSVD, ja, guten Tag. Dankeschön erstmal.
Ja, der Blick ins Ausland zeigt vor allem, dass es möglich ist, die Sicherheit der Blutspenden auch ohne Sonderregelungen oder Ausschlüsse für bestimmte Gruppen wie Männer, die Sex mit Männern haben, oder transgeschlechtliche Personen zu gewährleisten. Also möglich ist zum einen die gezielte Befragung der SpenderInnen nach ihrem individuellen sexuellen Risikoverhalten. Zum Beispiel durch Fragebögen, die nach ungeschütztem Sex fragen, ohne dabei zwischen Geschlechtern oder der sexuellen Orientierung zu unterscheiden. Das machen mittlerweile über 17 Länder, in Italien zum Beispiel schon seit 2001. Und diese Länder behandeln schwule und bisexuelle Spender nicht anders als andere SpenderInnen. Es wurde auch schon ein Fragebogen für Deutschland entwickelt. Das ergibt sich aus den Erläuterungen des Arbeitskreises Blut. Und da wurde sogar festgestellt, dass mit diesen gezielten Fragen nach sexuellem Risikoverhalten RisikospenderInnen besser identifiziert werden konnten als mit dem aktuellen System, wo Pauschalgruppen ausgeschlossen werden. Möglich wäre auch die Einführung eines Doppeltestverfahrens, wie zum Beispiel in Israel. Bei dem wird das Blut zunächst eingefroren, der Spender kommt wieder und wird erneut getestet. Und wenn er gesund ist, wird die Blutspende rückwirkend freigegeben. Die Studien aus anderen Ländern zeigen, dass es mit den Lockerungen, die ja teilweise schon 2001 vorgenommen worden sind, nicht zum Anstieg von ungeeigneten Spenden kam. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg. Frau Achelwill. Sie haben das Wort. Von der Fraktion Die Linke, genau. Ja, guten Tag allerseits und vielen Dank für die hilfreichen Stellungnahmen. Meine erste Frage richtet sich an Mari Günther vom Bundesverband Trans. Wie wir hier auch schon festgestellt haben, beziehungsweise bekannt ist, betreffen die Ausschlüsse ja nicht dezidiert dann, was sexuelle Identität oder geschlechtliche Geschichten anbetrifft, schwule und bisexuelle Männer, sondern eben auch transsexuelle Personen, ich zitiere, ein risikohaftes Sexualverhalten unterstellt wird. Mich würde interessieren, woher resultiert diese Annahme, die aus unserer Sicht eine deutliche Diskriminierung darstellt, und was hat diese Einordnung mit der Realität von Transpersonen zu tun? Frau Günther. Schönen guten Tag und vielen Dank, lieber Ausschussvorsitzender und lieber Ausschuss, dass ich hier sprechen darf für die Risikogruppe der transgeschlechtlichen Menschen. Ich muss eingangs sozusagen, ich spreche für den Bundesverband Trans, der auch weiterhin für solche Fragen ansprechbar ist. Eingangs muss ich feststellen, dass transgeschlechtliche Menschen ein vitales Interesse an guten Blutspendematerial hat, weil wir nämlich durch geschlechtsangleichende Operationen regelmäßig auch angegeben sind. Das heißt, wir sind mindestens genauso daran interessiert, dass sichere Blutspende stattfindet wie alle anderen auch. Zu Ihrer Frage, Frau Assetlin. Ich habe nochmal die Blutrichtlinie Hämotherapie und die Zuarbeiten des Arbeitskreises Blut angeschaut und festgestellt, dass es da im Grunde keine wissenschaftlichen Erkenntnisse abgelegt wurden zum Thema transgeschlechtliche Menschen. Wir haben da im Jahr 2012 und im Jahr 2016 habe ich mir die Überarbeitung angeschaut. Beide Textstellen beziehen sich auf dieselben Quellen, dieselben Jahreszahlen und vor allem auf Zahlen aus dem südostasiatischen, südamerikanischen Raum. Und für Europa wurden sozusagen Infektionszahlen von Sexarbeiterinnen aus Amsterdam sozusagen zugrunde gelegt. Und außerdem wurde 2011 auch von einem Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin eine Erotik-Webseite besucht, um festzustellen, dass bei transgeschlechtlicher Frauen sozusagen ihre Dienste anbieten. Wenn wir unter uns wären, müsste ich mich fragen, ob da jemand Arbeitszeit und Privatleben durcheinander gebracht hat. In jedem Fall wurde bei beiden Stellen festgestellt, dass es zu Deutschland keine Erkenntnisse gäbe. Aber zwischenzeitlich wurde offensichtlich auch kein Versuch unternommen, Erkenntnisse zu erzeugen, das heißt, auf die Trans-Community zuzugehen, da wissenschaftliche Daten zu erheben und überhaupt erstmal zu verstehen, in welcher Bandbreite transgeschlechtliches Leben in Deutschland stattfindet, sondern es wurde immer nur auf die Verknüpfung zwischen Sexarbeit und transgeschlechtlichem Leben rekurriert und dabei auch mit der Fehlannahme versehen, dass in Deutschland wie in verschiedenen anderen Ländern Sexarbeit irgendwie notwendig wäre, um genitalangleichende Operationen bezahlt zu bekommen. Das ist in Deutschland im SGB V anders geregelt. Die Genitalien werden in Deutschland vom Steuerzahler bezahlt und von daher gibt es da also auch keine vergleichbare Notwendigkeit,
Sexarbeit zu leisten. Außerdem wurde in dem Bereich überhaupt nicht die nonbinären, die transgeschlechtlichen Männer und ähnliche Teile der transgeschlechtlichen Community wahrgenommen und überhaupt befragt. Zudem gibt es auch kein Wissen über unterschiedliche Genitalien und deren Verletzungs- und Übertragungsrisiken. Also wir sprechen einerseits von den naturbelassenen oder schöpfungsgemäßen Genitalien, andererseits von den Neogenitalien. Auch dazu existiert kein Wissen und wir freuen uns sehr, wenn das in Zukunft entsteht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich nehme an, Frau Aachen, Sie stellen auch die nächste Frage. Das ist so. Ja. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Björn Beck von der AIDS-Hilfe. Das EuGH-Urteil gegen Pauschalausschlüsse hat ja eigentlich doch auch sehr deutlich gemacht, dass es nicht nur epidemiologisch begründet ist, diese Ausschlüsse sozusagen festzuschreiben, sondern dass es offenbar starke normative Komponenten in dieser ganzen Grundlage hat. Und aus meiner Sicht wäre noch mal interessant zu erfahren, welche Instanzen aus Ihrer Sicht jetzt hinzugezogen werden sollten, neben medizinischen, epidemiologischen, um eine Gesetzesänderung bzw. entsprechend novellierte Richtlinien vorzunehmen, die dann diskriminierungsfrei sind. Herr Beck. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich wollte noch eine Sache nachschieben, dieses diagnostische Fenster, über das wir jetzt gesprochen haben. Ich habe in meiner Stellungnahme das Paul-Ehrlich-Institut zitiert. Bereits 2012 hat man über eine Absenkung von 10.000 auf 1.000 Virusglykogen pro Milliliter Blut in der Nachweisbarkeit nachgedacht und hat das wieder verworfen. Das war 2012. Also das diagnostische Fenster liegt unter 10 Tage. Und dann kann man sich ausrechnen, dass man 12 Monate einfach nicht braucht. Aber vielen Dank für Ihre Frage. Ich finde, man sollte immer mit den Menschen sprechen und nicht über die Menschen. Im Zuge dessen bin ich sehr, sehr dankbar, dass Sie uns eingeladen haben, dass der LSVD eingeladen ist, der Bundesverband Trans und auch Broad at Work. Sprechen Sie mit den Menschen, die es auch betrifft, weil auch wir bringen viel Expertise mit und auch wir, uns betrifft es. Und dann sollten wir auch die Möglichkeit haben, dort mitzureden. Deswegen waren wir sehr enttäuscht, dass unser Gesprächsangebot für diese Runde im November abgelehnt wurde. Und deswegen bin ich umso dankbarer für dieses Gespräch oder für die Diskussion heute hier. Danke. Vielen Dank, Herr Lehmann. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auch noch mal an Herrn Beck von der AIDS-Hilfe die Frage stellen, und zwar anknüpfen an Frau Ponti vom LSVD, die ja richtigerweise ausgeführt hat, dass in den letzten Jahren auch in vielen anderen Ländern diese Arten von Ausschlüssen und diskriminierenden Regelungen entweder ganz aufgehoben wurden oder verändert wurden. Und Deutschland, da hält die Bundesärztekammer sozusagen sehr stur und eisern an dieser Regelung fest. Und deswegen möchte ich Sie auch noch mal fragen, es ist eben das Beispiel Israel gefallen, welche Alternativen gibt es denn in anderen Ländern derzeit zu dieser 12-monatigen Rückstellung und gewährleisten diese erfolgreich die Sicherheit von Blutspenden? Herr Beck, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich kann mich Frau Ponti nur anschließen. Italien fragt ausschließlich nach sehr promiskuitivem Verhalten und sie kompensieren das mit sensitiverem Testverfahren. Das ist aus meiner Sicht genau der richtige Weg und meines Wissens nach gab es keine Veränderung in der Sicherheit der Blutprodukte. Und in Israel ist es so, dass man heute zur Blutspende geht, wird getestet, man kommt in 4 Monaten wieder, wird wieder getestet und wenn man dort dann sozusagen freigegeben ist, dann gilt das für die vergangene Spende. Und das ist natürlich ein sehr gutes Verfahren. Mir ist bewusst, dass das nicht für alle Blutprodukte in Frage kommt, aber zumindest wäre es an der Stelle wieder kein Pauschalausschluss mehr. Und es würde nicht erfordern, dass Menschen jetzt sozusagen nochmal nach 2 Wochen, um diese diagnostische Lücke zu schließen, extra für eine zweite Blutanalyse, die ja auch wieder Geld kostet, kommt. Deswegen ist der Ansatz aus Israel für mich ein sehr, sehr kluger. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich auch an Björn Beck von der Deutschen AIDS-Hilfe. Berücksichtigt die Richtlinie Hämotherapie den gewachsenen Anteil von Personen, die HIV-positiv diagnostiziert wurden, aber sich in Therapie befinden? Das sind ja in antiretroviraler Therapie befinden. Das sind ja über 90% inzwischen hier in Deutschland.
Und welche Auswirkungen hat die Zulassung der medikamentösen HIV-Präexpositionsprophylaxe? Können Sie uns dazu sagen, was das zum Beispiel jetzt auch bedeuten würde für einen anderen Umgang mit dem statt des Ausschlusses von Menschen, die Sex mit Männern haben? Herr Beck. Vielen Dank, Frau Schatz-Aschen. Das ist bisher nicht einbezogen worden. Allerdings muss ich sagen, es sind ja nicht 90% oder über 90% aller HIV-Positiven unter Therapie, sondern lediglich über 90% von denen, die auch von ihrer Diagnose wissen. Was aber für mich viel ausschlaggebender ist, zum Beispiel, ist, dass der Rückgang von HIV-Neuinfektionen bei Männern, die Sex mit Männern haben, seit 2013, ist nach RKI-Daten um etwa 30% gefallen bis heute. Das wird überhaupt nicht in die Überlegungen einbezogen. Natürlich wird auch die drastisch angestiegene Therapieversorgung nicht einbezogen. Und wir müssen jetzt sagen, die PrEP ist eine relativ neu zugelassene Möglichkeit der HIV-Prävention, dass wir zwar eine klare Tendenz erkennen können, dass das viele Infektionen verhindert und dass das auch dort ankommt. Die aktuelle EMIS-Studie, die vom Robert-Koch-Institut ausgewertet wird, zeigt das sehr deutlich. Aber es ist eben ein Effekt, der so frisch ist, dass wir das noch nicht abschließend bewerten können. Wenn man aber alles zusammenzählt, glaube ich, ist die Datenlage sehr eindeutig, dass die Prävalenz bei schwulen Männern oder bei Männern, die Sex mit Männern haben, einfach deutlich zurückgeht. Frau Mattheim. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Bundesärztekammer. Und zwar ist die Bundesärztekammer ja laut Transfusionsgesetz bei der Erarbeitung der Richtlinie Hämotherapie zum aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik verpflichtet. Gleichzeitig liegen moderne Verfahren vor, die zum Beispiel die Sicherheitslücken bei der Transfusion womöglich schließen könnten, aber derzeit nicht angewandt werden. Könnten Sie uns diesen Sachverhalt bitte erklären? Frau Dr. Pühler. Sehr gerne, vielen Dank. Ich würde gerne erstmal noch einmal erläutern, dass uns die internationalen Vorgehensweisen ja sehr wohl bekannt sind und in Israel beispielsweise nicht für die Blutspende allgemein ein Quarantäneprinzip besteht, sondern lediglich für Plasmaspenden, die auch unproblematisch Quarantäne gelagert werden können. Und auch in Italien stellt sich das Fragesystem etwas anders dar, weil explizit nach MSM-Kontakten gefragt wird. Insofern muss man auch da zusammenfassend sagen, wir haben ja auch 2016 die internationalen Vorgehensweisen für die Blutspendezulassung in unserem Papier gemeinsam mit allen anderen dargestellt und müssen aber auch feststellen, dass es nicht reicht, zu gucken, wie es der Nachbar macht. Wir sehen ja im Moment durch die aktuelle Pandemiesituation, dass Infektionsgeschehen in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich verlaufen. Und gerade deswegen hat der EuGH ja auch klar gesagt, es muss eine nationale Risikostratifizierung stattfinden. Bezogen auf die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, Blutspenden sicher zu machen, hat der aktuelle Hämovigilanzbericht des Paul-Ehrlich-Instituts erneut eine derzeit hohe Sicherheit von Blutprodukten in Deutschland festgestellt. Die Pathogeninaktivierung, wie Sie angesprochen haben, ist derzeit nur für Thrombozytenkonzentrate etabliert und entsprechend auch vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassen. Die Nachfrage nach pathogenreduzierten Thrombozytenkonzentraten ist aber weiterhin sehr gering. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die differenzierte Aufgabenzuweisung im Transfusionsgesetz hinweisen. Es ist ein Missverständnis, dass die Hämotherapie-Richtlinie alles regelt. Es gibt sehr unterschiedliche Teilbereiche, die zum Teil über die Zulassungsverfahren nach dem Arzneimittelgesetz des Paul-Ehrlich-Institut festgelegt werden. Es gibt den Arbeitskreis Blut, der mit seinen Blutregularien festlegt. Und es gibt nicht zuletzt auch die europäischen Regelungen, die ja schon mehrfach angesprochen worden sind. Die verbindliche Einführung von neuen Spendereignungskriterien, zusätzlichen Testverfahren oder aber auch neuen Herstellungsverfahren wie der Pathogeninaktivierung erfordert nachvollziehbare Gründe und eine ganz sorgfältige Abwägung unter anderem von Nutzen und Risiko für den Empfänger. Und wir wissen bei der Pathogeninaktivierung, dass es zum Teil zum Verlust von wertvollen Bestandteilen kommt und dass auch andere Nebenwirkungen durch die Pathogeninaktivierung beispielsweise bedingt sind. Aktuell erscheint es der zuständigen Bundesregierung
Bundesoberbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut, auf der Basis der aktuellen Studienlage nicht notwendig, die verbindliche Einführung solcher Maßnahmen wie der Pathogeninaktivierung festzuschreiben. Vielen Dank. Herr Dr. Kippels. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Hämophiliegesellschaft. Wie beurteilen Sie die Forderungen der Antragsteller in Bezug auf die Blutspenden von Personen mit möglichen sexuellen Infektionsrisiken? Bitte begründen Sie Ihre Ansicht. Herr Dr. Förkel. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin aus dem Vorstand der Deutschen Hämophiliegesellschaft. Die Deutsche Hämophiliegesellschaft vertritt ist die größte Patientengesellschaft, die blutgerinnungsgestörte Patienten in Deutschland vertritt. Und wir sind seit ganz vielen Jahren, seit Jahrzehnten kann man sagen, impliziert in dieser Diskussion. Wir hatten das Ganze ja schon vor mehr als 10 Jahren. Und wir haben auch ein ganz, ganz originäres Interesse daran. Sie haben das in unserer Stellungnahme auch gelesen, wiederholt. Wir haben ja diese Art Stellungnahme auch schon damals abgegeben mit allen entsprechenden Papieren dazu und Begründungen. Unser Klientel heißt unsere Patienten, die Hämophilen, haben eine eigene leidvolle Geschichte erfahren müssen in den 80er Jahren, als die unglückselige Sache mit HIV und AIDS über die Bühne ging, von Amerika ausgehend, dann relativ schnell nach Deutschland und Europa überschwappend. Und es sind gravierende Fehler damals gemacht worden, sowohl durch Behörden, aber auch durch Pharmaunternehmen. Und wir haben das auch einzeln begründet und aufgelistet. Und das Ganze ist bestätigt bewiesen worden durch das Ergebnis des Untersuchungsausschusses, der damals stattgefunden hat, 1994. Wir hatten ungefähr einen Anteil von 2/3 bis 3/4 der Hämophilen, die mit HIV infiziert worden sind, in den 80er Jahren über Blutprodukte. Und davon sind also wirklich geschätzt. Wir haben leider keine konkreten Zahlen, aber wir kennen das natürlich aus unserer Community, wie das abgelaufen ist und auch noch abläuft. Es ist eine Menge davon, sagen wir mal 70-80% sind verstorben inzwischen von den Infizierten, mit AIDS-Infizierten und auch mit den an Hepatitis-Infizierten, wo es nach wie vor das Problem gibt, dass die auch schwer erkrankt sind und wahrscheinlich mit dem vorzeitigen Versterben rechnen müssen. Das betrifft natürlich die AIDS-Erkrankten genauso, die HIV-Positiven. Also es ist eine schwelende Zeitbombe, auf der wir nach wie vor sitzen. Und wir sind insofern nicht bereit, irgendwelche Abstriche an der Blutsicherheit zu machen. Wir sind nach wie vor, gehören wir als Patienten zu einer der größten Gruppen von Blutproduktempfängern. Und wir sprechen auch gleichzeitig, das muss ich hier nochmal betonen, nicht nur für die Hämophilen, sondern für alle Transfusionsempfänger, nämlich auch für die, die zum Beispiel Erythrozytenkonzentrate brauchen. Alle Leute, die Bluttransfusionen benötigen, unterliegen ja eigentlich demselben Risiko, über das wir heute sprechen und diskutieren. Und deswegen sind wir nicht bereit, da Abstriche zu machen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Georg Kippels. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte bei der Bundesärztekammer an die bisherigen Ausführungen gerne anschließen und würde noch mal fragen wollen, wie bewerten Sie als Bundesärztekammer den Vorschlag, die Zulassungskriterien zur Blutspende zu lockern, mit der Intention, die Blutspendebereitschaft zu steigern? Frau Dr. Pühler. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir finden den Terminus lockern in diesem Zusammenhang missverständlich und unglücklich. Sie haben uns ja als Gesetzgeber im Transfusionsgesetz klare Vorgaben gemacht, indem Sie fordern, dass die Blutspende sicher und die Versorgung der Bevölkerung mit Blutspenden ebenfalls sicher sein muss. Und durch die Ergänzung des Transfusionsgesetzes, die Sie im letzten Jahr in § 12a in Bezug auf den Richtlinienauftrag gemacht haben, haben Sie ja nochmal klargestellt, dass das Risiko der Spender oder der Empfänger niedrig zu sein hat und dass die Sicherheit im Endeffekt für die Empfänger an erster Stelle steht. Insofern
halten wir es für unerlässlich, da die epidemiologischen Daten und den Stand der Wissenschaft so zusammenzuführen, dass wir dieses Ziel auf jeden Fall erreichen. Und eine Lockerung ist etwas, das einen ganz anderen Sinn verfolgt. Wir können uns ja immer nur so ausrichten, wie der jeweilige Stand der Wissenschaft es erfordert und wie wir dann die Risikostratifizierung auch daraus ableiten können. Insofern halten wir das für unerlässlich, dass das Ganze durch die wissenschaftlichen Daten unterlegt ist und gemeinsam mit den Bundesoberbehörden, die ja für die epidemiologischen Daten und auch für die Blutspende-Surveillance zuständig sind, dann eine gemeinsame Bewertung erfolgt. Das ist, glauben wir, auch der beste Weg, alle, die nach dem Transfusionsgesetz in diesem Themenbereich Verantwortung tragen, zusammenzubringen und eine gemeinsame Bewertung hier an dieser Stelle vorzunehmen, auch und gerade mit Blick darauf, diesem Vorwurf der Diskriminierung gemeinsam begegnen zu können und gemeinsam unter diesem Blickwinkel schauen zu können, wie man vor dem Hintergrund der epidemiologischen Daten die Risikostratifizierung vornehmen kann. Und das muss, glaube ich, auch noch mal sehr deutlich gesagt werden, Herr Professor Bein hat es ja ausgeführt, alle Aussagen, die wir mit Blick auf das Risiko treffen, fußen auf epidemiologischen Daten und sind, das ist ja auch gerade schon gesagt worden, zum Beispiel in Bezug auf transsexuelle Personen, wenn Daten nicht vorhanden sind, ist es eben natürlich auch extrem schwer, dann differenzierte Aussagen an dieser Stelle zu treffen. Insofern gehen wir dann auch auf internationale Daten und versuchen, eine wirklich solide Basis für diese Kriterien zur Rückstellung und zum Ausschluss gemeinsam zu entwickeln. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens. Vielen Dank. Und die Frage richtet sich nochmal an die Frau Dr. Bühler von der Bundesärztekammer. Sie stellen in Ihrer Stellungnahme eindrücklich dar, dass Sie dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik bei der Gewinnung von Blut gemeinsam mit dem PAI verpflichtet sind. Würde der Gesetzgeber nun, wie hier in den Anträgen gefordert, dem Vorwurf der Diskriminierung bei der Blutspende folgen und das Transfusionsgesetz ändern, auf welche Weise könnte dem Kriterium dann noch Genüge getan werden? Vielen Dank, Frau Dr. Pühl. Ich hatte ja gerade schon dargestellt, dass das Transfusionsgesetz im Endeffekt als wesentliches Ziel die Sicherheit der Empfänger verfolgt. Und in diesem ganzen Kontext haben wir uns gefragt, was unter Diskriminierung in diesem Sinn verstanden werden kann. Und Diskriminierung, wenn man es auf den Wortstamm zurückführt, kann ja zum einen unterscheiden heißen. Unterscheiden ist etwas, was die Epidemiologie macht, was auch notwendig und unerlässlich ist, um zwischen verschiedenen Gruppen und entsprechenden Risiken unterscheiden zu können und Risiken dann auch bestimmen zu können. Was wir nicht machen und was wir als Ärzte auch nicht machen wollen, ist diskriminieren im Sinne von benachteiligen. Und ich habe heute noch mal mitgenommen, auch aus den Ausführungen der Aidshilfe und der verschiedenen Interessenvertreter, dass die Formulierungen, mit denen wir diese Risiken beschreiben, noch mal sensibel angeschaut werden müssen im Hinblick auf das, was da an Kritik angemerkt worden ist. Aber würde man jetzt den ganzen Regelungszweck auf Diskriminierungsminderung abstellen und alles andere außer Acht lassen, würde man zumindest dem jetzt noch geltenden Ziel des TFG, der sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Blutspenden, nicht nachkommen und würde auch ein hohes Gesundheitsschutzniveau von Empfängern von Blutprodukten nicht sicherstellen, weil man ja dann die medizinisch-wissenschaftlichen Aspekte der Risikostratifizierung komplett außer Acht lassen würde. Und das ist etwas, was wir aus der fachlichen Sicht, und ich glaube, das ist ja gerade auch von verschiedenen Vertretern, zum Beispiel vom Hämophilenverband, klar gesagt worden, für nicht zielführend erachten. Unser gemeinsames Ziel als Bevölkerung muss doch sein, dass die Blutspenden weiterhin sicher sind, soweit es möglich geht, auch gegebenenfalls noch sicherer werden. Und das ist die Aufgabe auch der Richtlinie Hämotherapie, dass nur in begründeten Fällen Spendewillige von der Spende zurückgestellt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die AfD-Fraktion, Herr Dr. Schlund.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es wurden ja viele Dinge schon genannt, sodass nicht mehr so sehr viele Fragen für unsere Seite offen sind. Aber ich möchte gerne eine Nachfrage an die Frau Dr. Pöhler von der Bundesärztekammer stellen. Und zwar, Sie hatten jetzt gerade schon erwähnt, dass die Deutsche Hämophiliegesellschaft, dass es ähnliche Ansätze gibt. Können Sie das ganz genau eins zu eins so übernehmen, wie das Herr Dr. Vörgel vorgeschlagen hat? Oder gibt es da Unterschiede in Ihrer Stellungnahme? Frau Dr. Fühler. Unsere Stellungnahme hat, glaube ich, einen etwas anderen Fokus, die Ihnen ja vorliegt. Wir haben aber den Grundgedanken, den Herr Dr. Körper vorgestellt hat, nämlich aus den Erfahrungen der 80er Jahre, die ja sehr schmerzlich waren, zu lernen, den verfolgen wir auch. Und das ist ja auch der Auftrag, den Sie uns mit dem Transfusionsgesetz geben, den Stand der Wissenschaft für eine sichere Blutspende festzustellen und die Sicherheit der Empfänger von Blutprodukten ganz in den Vordergrund zu rücken. Und das, was, glaube ich, in dem Zusammenhang wirklich nochmal wichtig ist, ist, das tut die Bundesärztekammer ja weder im luftleeren Raum. Es gibt eben dieses differenzierte Gefüge europäischer und ja auch verschiedener nationaler Regelungen. Und das tut die Bundesärztekammer auch nicht alleine. Und wir sind da sehr dankbar, dass die Bundesoberbehörden uns sehr unterstützen, dass das BMW uns unterstützt, dass der Arbeitskreis Blut uns unterstützt und dass wir gemeinsam in dieser gemeinsamen Arbeitsgruppe jetzt aktuell eine Neubewertung vornehmen. Sie können sich vorstellen, dass das gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemiesituation und der doch außergewöhnlichen Belastung die Bundesoberbehörden, das Ministerium und nicht zuletzt die ehrenamtlich tätigen Fachexperten, auf die wir da zurückgreifen im Moment haben, kein einfaches Unterfangen ist. Und umso dankbarer sind wir, dass es trotz dieser Rahmen... Wir können Sie nicht mehr verstehen. Diese Beratungen jetzt gemeinsam anzupassen und dann auch hoffentlich in bewährter Weise zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage geht an die Deutsche Hämophiliegesellschaft, würde aber zunächst gerne aus den vorliegenden Anträgen der FDP und von Bündnis 90 Die Grünen mit Zustimmung die zentralen Sätze zitieren. Fraglos ist, dass die medizinische Sicherheit der gewonnenen Blutspenden und die Sicherheit der potenziellen Empfängerinnen und Empfänger höchste Priorität hat, so in dem Antrag der FDP. Und die Sicherheit der Empfängerinnen von Blutspenden muss oberste Priorität haben, so der zentrale Satz zu der Sicherheit in dem Antrag der Grünen. Und jetzt ist meine Frage die, was macht es mit Ihnen in der Deutschen Hämophiliegesellschaft, wenn in der Debatte in den Mittelpunkt die Frage rückt, ob es eine Diskriminierung von Personengruppen gibt? Glauben Sie, dass das tatsächlich das Anliegen dieser kritisierten Regelungen ist? Herr Dr. Vörgel. Ja, dazu muss ich ganz klar sagen, das ist eines der zentralen Missverständnisse, die sich da für uns auftun. Es kann keine Diskriminierung sein, wenn die Sicherheit im Vordergrund steht, die Sicherheit von vielen, von Tausenden, um die es hier geht. Ich hatte ja vorhin gesagt, es sind nicht nur die Hämophilen, sondern im Grunde genommen alle Transfusionsempfänger. Und ich darf Ihnen vielleicht zum Vergleich sagen, wir haben selbst die leidvolle Erfahrung machen müssen, insofern haben wir vielleicht sogar ein gewisses Verständnis für die vermeintlich diskriminierte Gruppe. Wir sind als Hämophile, als infizierte Hämophile in den 80er, 90er und Folgejahren und heute auch noch, das kann uns sicher auch die AIDS-Hilfe bestätigen und andere entsprechende Organisationen, sind wir oft genug diskriminiert worden und haben uns auch diskriminiert gefühlt. Und es kann einfach nicht die Basis einer Diskussion sein, dass wir auf diese emotionale Ebene uns fokussieren, sondern wir müssen wirklich, und das ist ja hier vielfältig zum Ausdruck gekommen, uns auf die wissenschaftlichen Fakten berufen und auf die Risikostratifizierung, auf die nüchterne, wirklich nüchterne Risikostratifizierung. Vielen Dank, Herr Dr. Brandenburg.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich möchte noch mal klarstellen hier in der Runde. Niemand aus dieser Runde fordert hier irgendwie Diskriminierungsfragen oberhalb von gesundheitlichen Prioritäten zu setzen. Und niemand aus dieser Runde sagt, die Wissenschaft sollte keine Rolle spielen. Der Kern der Debatte hier ist, ob wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen oder nicht. Und die alten wissenschaftlichen Erkenntnisse, es ist in der gesamten Debatte, einschließlich der Stellungnahmen bis zum jetzigen Zeitpunkt, außerhalb älterer epidemiologischer Daten kein einziger Punkt hinzugekommen, der das irgendwie rechtfertigen würde. Wenn Sie sich Durchschnittswerte aus der Epidemiologie anschauen, werden Sie feststellen, dass Männer insgesamt auch höhere Infektionsrisiken haben als Frauen. Und trotzdem schließen wir nicht die Hälfte der Bevölkerung aus. Und genauso wie Männer keine homogene Gruppe sind, sind es auch nicht MSM. Das hat der LSVD in der Stellungnahme sehr, sehr deutlich gemacht. Deshalb würde ich vor allen Dingen Frau Ponti hier an der Stelle noch mal fragen, wie erklären Sie sich denn aus Sicht des LSVD, dass die epidemiologischen Daten so unterschiedlich sind, obwohl es dann trotzdem gleichzeitig vom sexuellen Risikoverhalten im Einzelfall abhängen kann. Frau Ponti, Sie haben das Wort. Eine gute Minute müsste reichen. Dankeschön. Zunächst möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir bisher keine Erklärung dafür gehört haben, keine Begründung, warum die Rückstellung 12 Monate beträgt und auch keine Begründung dafür, warum man nicht gezielt nach sexuellem Risiko fragen kann, sondern pauschale Gruppen ausschließen muss. Und zur Diskriminierung möchte ich noch kurz sagen, natürlich soll die Spenderauswahl aufgrund wissenschaftlicher, medizinischer, epidemiologischer Fakten geschehen, aber es ist auch kein rechtsfreier Raum. Und wenn es mehrere gleich geeignete Maßnahmen gibt, dann muss die gewählt werden, die am wenigsten diskriminierend ist. Die Gleichstellung von Sexualität unter Männern mit sexuellem Risikoverhalten ist problematisch und stigmatisierend, denn sie sendet die Message, Heteroblut ist gut, schwules Blut ist schlecht. Dabei ist es so, dass die Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, höchst heterogen ist. Sie unterscheiden sich in der Anzahl ihrer Sexualpartner und in der Ausübung riskanter sexueller Verhaltensweisen untereinander genauso stark wie der Rest der Bevölkerung. Ein Mann, der seit Jahren in einer sexuell exklusiven Beziehung mit einem anderen Mann lebt, hat ein geringeres Infektionsrisiko als heterosexuelle Frauen oder Männer, die durch die Betten hüpfen und ungeschützten Sex haben. Abgefragt werden muss also das individuelle Risikoverhalten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Achelmill. Ja, ich habe auch noch keine Aufklärung dahingehend, was die Inkonsistenzen der verschiedenen Rückstellungsfristen anbetrifft. 12 Monate, 6, 3 Monate im Ausland, das haben wir bereits gehört. Hier wird es noch anders gehandhabt, ohne negative, nachteilige Effekte im Nachhinein. Ich möchte dazu gerne noch mal eine Stellungnahme von der Bundesärztekammer, wie mit diesen Inkonsistenzen aus Ihrer Sicht jetzt umgegangen werden muss. Und inwiefern Sie ein Interesse daran haben, diesen Austausch, ich sage mal, interdisziplinärer zu gestalten, als es bislang die Situation gewesen ist. Ja, vielen Dank. Die Frage wäre, die internationalen Regelungen sind ja etwas, was wir sehr wohl in unsere Bewertungen mit einbeziehen und was wir auch natürlich kontinuierlich mit verfolgen. Wenn Sie das Papier aus dem Jahr 2016 sehen, dann ist ja im ersten Kapitel gleich eine Übersicht über die verschiedenen Regelungen in einigen EU-Ländern und auch im internationalen Bereich. Und wir versuchen dort darzustellen, was gerade Umstellungen von einer Regelung zur nächsten, wenn es untersucht worden ist, für die Risikostratifizierung in diesen Ländern bedeutet und auch für die Infektionshäufigkeit. Das ist auch etwas, was wir weiterhin betrachten. Wir wissen aber auch, und insofern hat der EuGH ja sehr weise sein Urteil gesprochen, dass natürlich das Infektionsgeschehen und damit auch die Risikostratifizierung in verschiedenen Staaten unterschiedlich sein kann. Und deswegen nochmal die Aussage, es reicht nicht zu gucken, wie macht es der und wie macht es der und dann zu sagen, so finden wir es auch schön. Der EuGH hat uns ja verpflichtet zu schauen, was unsere epidemiologische Lage ist und wie wir mit der am besten umgehen können, um am Ende ihren Auftrag, nämlich eine sichere Blutspende, Sicherheit für die Empfänger von Blutprodukten zu gewährleisten, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Sie haben jetzt gefragt, wie wir da versuchen, diese Diskussion abzubilden. Ich glaube, die Diskussion ist extrem präsent. Das zeigt ja auch, dass wir uns jetzt abermals mit Blick auf die aktuell anstehende turnusgemäße
der Aktualitätsprüfung der Richtlinie Chemotherapie in diesem Jahr wieder in der gemeinsamen Arbeitsgruppe zusammenfinden. Und der Auftrag nach dem Transfusionsgesetz ist nun mal, den Stand der Wissenschaft festzustellen. Es ist auch klar vorgegeben, dass wir Fachexperten zu beteiligen haben, dass die Bundesoberbehörden und die Behörden von Bund und Ländern zu beteiligen sind. Und insofern ist das die Vorgabe, die wir erfüllen und nach der wir arbeiten. Die letzte Frage in dieser Anhörung stellt Frau Schulz-Asche. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Ponti vom Lesben- und Schwulenverband. Ich möchte eingangs feststellen, dass, glaube ich, hier niemand im Raum ist, für den nicht die Sicherheit der Patientinnen und Patienten im Vordergrund steht. Das eint uns, glaube ich, hier alle. Und deswegen meine Frage, warum kommen aus Ihrer Sicht Männer, die Sex mit Männern haben, als Knochenmarkspender in Frage, aber nicht als Blutspender nur nach 12-monatiger sexueller Abstinenz? Vielen Dank, Frau Ponti. Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die haben wir uns auch schon gestellt. Männer, die Sex mit Männern haben, dürfen schon immer Organe spenden und seit 2014 auch Knochenmark. Und die DKMS hat dazu auch gesagt, für uns ist der riskante Faktor das Sexualverhalten, nicht die sexuelle Orientierung. Und das zeigt doch, dass es bei der Blutspende auch möglich sein muss, statt pauschale Gruppen auszuschließen, auf das individuelle Verhalten jeder einzelnen Person einzugehen. Vielen Dank. Ich bekomme das Zeichen, dass die Zeit aufgebraucht ist. Ich darf mich bei allen ganz herzlich bedanken und freue mich, wenn ich das Gros der Teilnehmer in 25 Minuten wieder hier sehe zur nächsten Anhörung. Wünsche viel Spaß beim Freigehen.